Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Und wir wollten mal hier mit ihm nochmal reden. Irgendwelche Ideen, wie ich an Cognac komme? Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir etwas mehr dazu erzählen? Das gehörte dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammen gesoffen. Wo soll ich genau suchen? Grabe Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig, also sei leise. Warum soll ich das denn unbedingt machen? Salt, weil ich wohl kaum mit meinen Zähnen graben kann. Okay, aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Grabe das Cognac-Fass aus einem Erdhaufen zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Aha. Aber vorher gucken wir nochmal, ob wir hier für den Esel nochmal was basteln können. Das wäre doch gelacht. Und zwar Aphorismen über das Übel der Geschichte. Zack, haben wir gemacht. Was wollte er noch haben? Der Esel, der wollte doch, irgendwas wollte er noch haben. Ach so, und fünf Glaube. Fünf Glaube, die haben wir doch hier unten auch. Aphorismen haben wir. Fünf Glaube haben wir und dann suchen wir mal nach Erdhügeln, wa? So, da brauchen wir nur fünf. Haben wir es gleich? Wird's noch mal was? Guck mal, ich mach das einfach so. Zack. Ach so, ich hatte hier noch so viel. Vom letzten Sonntag. Noch so viel Glaube übrig. So, dann kriegt er nämlich... Oh nein, er ist schon wieder da gewesen. Ich komme nicht hinterher hier mit den Leichen und Zombies und irgendwie... jetzt geht's. So, die... Herz, ja. Was ist das hier für eine Leiche? Die tue ich mal dahin, da ist noch belegt, aber es gammelt schon. Dunkles Herz ist immer schön. Das nehme ich mal mit. Das gibt es selten. Dunkles Herz gibt es selten. Deswegen nehme ich es raus. Ärztepfusch. Aha. Und wenn ich jetzt noch einmal Blut entferne, vielleicht schaffen wir es auf 5. Ja, ist ein 5er. Komm, ist ein 5er Zombie. Den nehmen wir mit. 5er Zombie nehmen wir mit. Legen wir hin. Und machen wir eine Wiederbelebung draus. Zack. Und dann nehmen wir ihn mit und tun ihn irgendwo hin. Ich weiß noch nicht wo. So, jetzt machen wir hier erstmal unsere Sachen leer. Oh, wer hat gesagt, dass ich mit Revolution kein Geld machen lässt? Der Händler wird hoch erfreut sein, dieses Zeug zu sehen. Bankchecks und Schmuck. Cool. 5 Glaube. Ach, den habe ich jetzt... Verbraucht den Glaube hier bei der ganzen Aktion. Ich muss nochmal 5 mitnehmen. Zack. So. Zack und zack. Wunderbar. Und ihn tun wir mal. Weiß ich nicht. Wann ist eigentlich Händlertag? Ich glaube, hier oder da? Ich glaube, der Händler wird nicht da sein, ne? Guck mal, den haben wir jetzt hier hingepackt. Dann macht er da Gemüsekisten. Vielleicht können wir ihn lieber hier hin tun. Zack. Dann macht er da so Sachen. Und ich wollte noch mal gucken. Hier ist ja Marmor drauf. Ich wollte mal gucken. Eigentlich habe ich beim Steinbruch auch jemanden installiert, der hier Sachen transportiert. Machen sie auch fleißig. Steine und... warte mal. Alles eigentlich. Stein und Eisenerz. Und 5er-Zombie ist das. Naja. Und die bauen hier eigentlich auch. Aber warum machen sie nichts weiter? Arbeitseffizienz 20%. Der ist gut. Der ist nicht so gut. Machen Marmor und Stein. Und warum transportiert er den? Der macht hier wahrscheinlich die Kiste leer, oder? Das
Das kann auch sein. Eigentlich soll er nur Stein und Erz transportieren. Also die fetten. Die fetten Klunker, oder? Kohle vielleicht noch. Aber Kohle haut mir ja hier. Macht mir ja keiner. Oder kann ich. Könnte ich hier noch jemanden hin tun zum Kohle hauen? Das wäre natürlich nice. Das wäre richtig nice. Was ist das? Ist das nicht Kohle hier? Das ist doch Kohle. Ja. Na, Kohle ist gut. Kohle soll er mal transportieren. Also, er transportiert Kohle und Stein und Eisenerz. So. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch einen zweiten Zombie installieren können. Ach, guck mal hier. Hier ist das Brot. Das ist gut fürs Flüchtlingslager. Was bringt er jetzt hier? Man weiß es nicht, ne? Was er jetzt transportiert hat. Habe ich denn Kohle hier irgendwo? 27. Müssen wir mal gucken, ob das mehr wird. Gut, Karottensahne habe ich noch nicht. Wir gehen jetzt am besten zum Leuchtturm gleich, ja? Jetzt habe ich das dunkle Herz hier dabei. Eieieiei. Inventarmanagement, schwierig. Das könnte ich hier auch noch verkaufen, ne? Eine schöne Ein-Sterne-Kiste. Und Beeren sind gut für meine Törtchen. Egal. Wir gehen mal hier vorbei am Flüchtlingslager. Oder wir gehen direkt zum Flüchtlingslager hin. So, und gucken mal, wie sich... Guck mal, 3 von 3 ist die Zufriedenheit. Ist doch spitzenmäßig. Und wir gucken mal, was sie so verbrauchen. Aha. Wasser verbrauchen sie und Brot verbrauchen sie. Also immer Rinder mit. Immer rein da. Und dann bauen wir uns hier mal noch ein bisschen was auf. Kann ich aber nicht. Mir fehlen Holzstöckchen. Seide könnte ich kaufen vielleicht. 2 Seide. Aber ich brauche, warte mal, der freie Ort. Aha. Ich brauche einen Brunnen. Also ich brauche noch 2 Stein und 2 einfache Eisenstücke. Na, das müsste ich doch aber kriegen. 2 Stein, 2 einfache Eisenstücke. Dann haben wir hier schon mal was gebaut, einen Brunnen. Dann müssen wir vielleicht nicht immer Wasser hintun, weißt du? Also 2 Stein. Guck mal hier. Er haut hier schön Holz, nämlich, und das wird hier weiter transportiert. Hier habe ich ein paar Laternen hingesetzt. Ich weiß nicht, wofür die nötig sind, aber kann ich mit ihm reden hier eigentlich? Nee. Gucke hier, da laufen sie. Schön machen sie das. Also 2 Stein. Beziehungsweise ich kann ja gleich mal gucken, ob ich hier 12 Stein irgendwie kriege. 12 Stein. Fertigen. Stein. Stein, da fehlt mir aber hier tatsächlich Stein. Hm. Habe ich hier noch Stein irgendwo drin? Hier ist kein Stein drin. Nee, Silbernuggets. Doch hier ist alles Marmor. Also Stein, ich brauche 12 Stein, 2 einfache Eisenstücke. Die einfachen Eisenstücke, die habe ich aber hier. Guck mal her. Hier, da. Da brauche ich ja nicht viele. Ach komm, ich nehme einfach mal 10 einfache Eisenstücke mit. Dann nehme ich mal 30 von den Holzstöckchen mit. Das ist ein Stack. So. Und dann nehme ich noch Stein mit und dafür gehe ich einmal kurz ins Lager. In den Steinbruch und dann mache ich mir das mal eben schnell. Stein hier. Zack. So, 1 und dann haben wir nämlich ordentlich Stein am Start. So. Und dann geht es gleich ins Flüchtlingslager. Arbeiten die jetzt hier wieder? Ja, jetzt arbeiten sie wieder, ne? Eigentlich brauche ich dich für Stein. So viel Marmor brauche ich nämlich nicht. Muss hier nur mal der Marmor weg. Ganze Marmor. So. So. So.
guckt, kommt der Stein hier nämlich drauf. Das hier, ah ne, das ist für Eisenerz, genau. Das transportiert er aber auch nach unten, ne? Genau. Gut, dann ab ins Flüchtlingslager. Ja, die Seide, die habe ich jetzt nicht. So, warte, pass auf. Und dann können wir hier doch schon mal was bauen. Und dann gehen wir mal suchen nach dem Zeug. Guck, hier im Brunnen bauen wir schon mal hin. Zack, ist doch schön. Was können wir noch bauen? Dann brauchen wir die Seide und die Zufriedenheit ist nicht so toll. Hm. Baue einen Brunnen. Baue ein Zelt. Die Leute leben wie Sklaven und merken es nicht mal. Wie konnte das passieren? Ich kann versuchen, es zu erklären. Natürlich bin ich kein Spezialist, aber ich habe davon gelesen. Es gibt ein paar Mechanismen und Parameter. Stell es dir als schwieriges Spielchen vor. Wenn du es so betrachtest, dann hast du es schon fast geschafft. Der Rest ist reine Logik. Lagerqualität. Das ist einfach. Wenn du etwas Nützliches für unser Camp baust, erhöht das die Lagerqualität. Also, wie soll ich das erklären? Wissenschaftlich betrachtet wandelt Zufriedenheit, Lagerqualität in Flüchtlingsglück um. Genug Essen und Wasser. Je mehr zufriedene Flüchtlinge, umso mehr Zufriedenheit. Gut. Ach so, jetzt fehlt natürlich wieder Wasser, ne? Na, wenn ich die Stöckchen hier reinhaue, werden die dann... Ich meine, die können sie auch benutzen, für was auch immer. Oh, guck mal, jetzt sind hier ein paar Sachen noch drin. Beeren und Pilze. Da kann ich ja alles Mögliche reinschmeißen. Och, da habe ich doch noch... Guck, die Holzstöckchen haue ich da mal rein. Die Bankchecks. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum Leuchtturm. Ach, guck mal, er ist auch wieder da. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Professur ist vollständig rehabilitiert und ich wurde sogar befördert. Und am wichtigsten ist, dass der Dekan seine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Aristokratenzertifikat, der mich begleitet. Normalerweise wäre es kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist ja etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir ein Aristokratenzertifikat. Ich verlasse mich auf dich. Hol dir eine Aristokratenlizenz aus dem Briefkasten für königliche Dienste. Aha. Und mit ihm kann ich handeln, aber er will nichts, was wir haben. Gut. Eine Aristokratenlizenz. Aus dem Briefkasten für königliche Dienste. Ist auch nur Marmor. Schlepp doch da mal Stein hin, Mensch. So. Und Pilze nehmen wir mit. Fürs Lager. Fürs Lager nehmen wir Pilze mit. Eigentlich haben sie ja jetzt einen Brunnen, ne? Aber vielleicht brauchen sie trotzdem noch zusätzlich Wasser. Da haben wir doch hier so eine Wasserpumpe, habe ich gebaut. Hab ich gebaut. So, guck mal. Das ist doch prima. Dann braucht man da nicht mehr selber am Brunnen zu schöpfen. Und Äpfel nehmen wir auch gleich mit. Und dann müssen wir uns so eine Aristokratenlizenz noch besorgen. Bin ich ja gespannt, ob da unsere 3,50 Euro... die da ausreichen? Vermutlich nicht. Also müssen wir zum Händler, um ihm den Schmuck zu verkaufen, den wir vom Esel bekommen haben. So. Königlicher Briefkasten. So, Aristokrat. Exhumierungserlaubnis, Bürger. Aber wir sind Aristokrat. Ach so, jetzt haben wir einen Bürger. Rechtmäßiger Bürger. Aristokrat. Wir sind doch Aristokrat. Gibt es da noch eine spezielle Lizenz? Na, wir gehen nochmal zurück hier. Ich habe ein Aristokratenzertifikat. Ne, haben wir aber nicht. Das muss ja dann zu Hause irgendwo sein. Das Aristokratenzertifikat. Oh nein, nicht schon wieder der Esel. So viel zu tun, ständig. Wir müssen schnell nach Hause. Boah, sammeln wir hier nochmal fix die Äpfel. Huch.
So, mal ratzfatz nach Hause. Aristokrat-Zertifikat, wo habe ich denn das hingelegt? Hier ist es nicht. Hier ist Schmuck. Schmuck. In der Kiste. Aristokraten-Zertifikat, endloses Buch. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Das muss, irgendwo muss das ja liegen. Das Aristokrat-Zertifikat. Haben wir das nie benutzt nochmal bei ihm? Ist ja verrückt, oder? So, jetzt gucken wir uns hier mal die Leiche an. Achso, die ist ja schon hinüber, die da ist, glaube ich, oder? Ja. Können wir die nicht hier reinschmeißen? Ja, gucke. Und dann können wir sie uns angucken, ne? 5 und 5, ja, wenn man noch ein bisschen rumbastelt, kriegen wir sie vielleicht auf 7. Achso, die wollte ich hier eigentlich entsorgen. Entsorgen. Kann weg. Kann weg. Hier so hin. Aristokratenzertifikat. Ich weiß es gerade nicht. Gehen nochmal ins Flüchtlingslager. Ah, 0,51. Dann schmeißen wir da mal Sachen rein. Nämlich das ganze Wasser und auch Äpfel und Pilze. Für gesunde Ernährung. Schmuck. Vielleicht freuen sie sich über Schmuck. Wir hauen nochmal die Nägel rein und die einfachen Eisenstücke und die Holzbalken, weil ich ja nicht weiß, ob wir die hier vielleicht mal brauchen. Außerdem ist hier viel Platz. Exhumierungserlaubnis brauchen wir eigentlich nicht. Guck hier. Ach so, jetzt können wir hier quasi immer selber Wasser nehmen und das nachfüllen. Ja, ist okay, kann man machen. Können wir machen. Genau, die Stöckchen zählen auch. Also es fehlt Seide. Und der freie Ort. Mhm. Zufriedenheit steigt. Seide. Tja, Seide weiß ich auch nicht mehr genau, wo wir die herkriegen. Vielleicht können wir die unten bei uns irgendwo bauen. Basteln. Seide. Oder beim Händler halt, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Aristokratenlizenz hier irgendwo in irgendeiner Kiste finden. Aristokratenzertifikat, na bitte. So, wenn wir jetzt noch schnell den Runenstein aufladen, bevor der nächste Tag beginnt, dann können wir ihm die doch mal zeigen, dann können wir ihn da begleiten. Dann haben wir da schon mal alles erledigt. Bankchecks, ja, tun wir die hier rein? Ich weiß es nicht. Die Exhumierungs... Stattungsurkunde, Exhumierungserlaubnis können wir hier nochmal mit reintun. Und das Blut. Das Blut sammle ich jetzt hier, habe ich nochmal ein Regal gemacht. So, vielleicht schaffen wir es noch schnell. Ach so, und das Herz tun wir da auch mal. Oder können wir das nicht studieren? Warte, wir gucken mal, was dann passiert, wenn wir das studieren. Nee, geht nicht. Haben wir schon mal gemacht, ne? Alles klar. Leuchtturm. Ah, er ist schon schlafen. Egal. Dann wissen wir Bescheid. Das nächste Mal müssen wir ihm nochmal geben. Und jetzt suchen wir hier nach Erdhügeln zwischen hier und dem Dorf. Die werden wahrscheinlich ein bisschen in der Pampa sein, ne? Und vielleicht laufen wir ja auch einem Vampir über den Weg. Aber da sollen wir ja mit Rosa sprechen. Was liegt hier denn rum? Aha, Holzstückchen. Also, ich sehe hier keine Haufen, wo Cognac verbuddelt sein könnte. Irgendwelche Sandhaufen. Lauter Holzstückchen. Wer hat denn hier gewütet? Da unten kommen wir, glaube ich, nicht hin. Suche nach Sandhügel, warte mal. Wagen aus der Burgfeste retten, das müssen wir noch machen. Den Bauernsohn, frage ihn nach dem Vampir, na, jetzt ist es dunkel.
Runter gibt's nichts. Holzfäller gibt's nichts. Da gibt's auch nichts. Sieht ziemlich stark aus. Außerdem ein netter Kerl. Wo ist denn mein Gary hier? Grabe das Cognac-Fass zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus einem Erdhaufen. Vorne. Ich weiß, der Leuchtturm ist da weiter unten, das ist mir schon klar. Aber hier ist auch viel Erde. Eher Sand, ich weiß. Könnten wir angeln? Ich habe meine Angel gefunden. In irgendeiner Kiste ist meine Angel. Angel Deluxe. Spitzenangel. Hier war doch F. Und, gibt's hier Cognac? Nee, eine rostige Axt. Hier vielleicht? Ein Schädel. Huch. Huch. Gary. Ich habe einen Freund gefunden für dich. Na, jetzt wissen wir immerhin schon mal, wie die Dinger aussehen, die Erdhügel. So nicht. Dann gehen wir nochmal Richtung Leuchtturm. Vielleicht war hier noch was. Das wäre zu einfach, ne? Ah, das wäre zu einfach. Nee. Gut, also zwei haben wir schon mal ausgebuddelt. Vielleicht hier unten. Noch ein Hügel. Zwischen dem ollen Zeug. Nein, sieht nicht so aus, ne? Nee. Und hier hinten kommen wir eh nicht lang. Gut. Dann gehen wir doch mal Richtung Dorf gucken. Nee, das ist Baumfällen. Wollen wir nicht. Gut, die Beeren hätte ich ernten können. Und den Baum schütteln. So, rostige Axt gab's und einen Schädel gab's. Wir gehen mal den Weg weiter lang. Gucken mal so ein bisschen abseits des Weges. Hier ist noch ein Erdhügel. Nee, den bitte. Cognac. Cognac. Dein Werkzeug ist kaputt. Du musst es reparieren. Oh nein. Ist nicht der Onkel Schmied hier irgendwo? Hey Schmied. Brauche mal deinen Schleifstein. Schmied. Oh, guck mal, hier ist auch noch so ein... Ja. Wo ist er denn? Die Schmiede, die war hier unten. Schmiede ist hier unten. Können wir mit ihr was machen? Nein. Schmiede war, hier war... Nein. Hier. Das sieht aus nach Schmiede. Kannst du mir mal die Schaufel reparieren? Oder ich benutze hier deinen Schleifstein einfach, ja? Ist das okay? Schaufel. Ich brauche einen Schleifstein. Hast du mal einen Schleifstein? Handeln. Hier, ich brauche einen Schleifstein. Einen schönen Schleifstein. Danke dir. Zack. So, gucke mal. Haben wir doch das Ding wieder repariert. Schön. So, dann gehen wir nochmal gucken. Hier ist auch noch was. Silbernugget. Auch nicht so schlecht. Nehme ich gerne mit. Nein. Nein. Ja. So. Huh. Gary, ich halte es nicht mehr aus. Wo ist mein Cognac? Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heiliger Saat, das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Von deinem Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm. Ein cooler Erfinder und Zombie-Macher. Und glaube mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Fass Cognac. Ich bin verwirrt. Wie viele Friedhofswärter gab es?
Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Grab es schnell aus. Friedhofswärter, halte ein. Verdammt, bis später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist das alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hör mal, wie wär's mit... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Huch. Plupp. Rede mit Gary über die Maschine, die du gefunden hast. Aber die haben wir ja, jetzt mussten wir jetzt wieder abgeben, ja? Was natürlich äußerst schade ist. Es ist traurig. Aber wir haben eine Maschine gefunden. Gehen jetzt hier nochmal schnell ins Dorf gucken. Eier könnten wir mitnehmen. Wenn wir so einen Hügel nehmen, buddeln wir da auch dran. Gucken mal, ob wir hier nochmal mit dem einen oder anderen sprechen können. Vielleicht können wir hier den Bankcheck einlösen. Das wäre ziemlich nice. Handeln. Nein, geht nur die Bestattungsurkunde. Das ist auch okay. Finde den Vampir. Sein Pech, nicht heute. Das ist Frau Kette. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier das Sagen. Kette, könntest du mir was über den Vampir erzählen? Nein, das kann ich nicht. Ich werde kein weiteres Wort mehr sagen, bis Horadrik sich für sein abscheuliches Verhalten entschuldigt. Okay, ich werde mit ihm reden. Oh, Horadrik, jetzt bitte entschuldige dich. Kette will, dass du dich entschuldigst. Ich soll mich entschuldigen? Ich habe den Liebhaber meiner Frau in meinem eigenen Schlafzimmer erwischt und ich soll mich entschuldigen? Stell dir das nur vor, er hat mich angesehen und ist dann durch das Fenster entwischt. Und jetzt besteht sie darauf, dass sie geschlafen hat und dieser Typ ein normaler Vampir war. Vielleicht hat sie ja recht. Geh zu ihr und sag ihr, dass ich eine Erklärung verlange. Oh, was machen wir denn hier? Du redest lieber mit meinem Mann. Ich brauche eine Erklärung, Kette. Was? Eine Erklärung? Geh und frag ihn, warum er in dieser Nacht erst nach Mitternacht nach Hause kam. Hör mal, tut mir leid, dass ihr Probleme habt, aber kannst du mir nicht etwas Nützliches verraten? Ich weiß von nichts. Ich habe geschlafen. Also gut, bis später. Warte, der Astrologe weiß über Vampire Bescheid. Er hat gesagt, dass er schon einmal von Vampiren angegriffen wurde. Vor 30 Jahren. Hol dir eine Aristokratenlizenz, haben wir schon. Frage ihn nach dem Vampirangriff. Das machen wir dann das nächste Mal. Wenn er wieder da ist. Ja, ja, ist gut. Was können wir damit ihr handeln? Gar nichts. Was hat sie denn hier? Ach so, die hat leckere Rezepte, ne? Fischfrikadellen und so. Sehr gut. Aber dann haben wir doch schon mal mit den beiden gequatscht. Ja, wunderbar. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.